Ja, hallo, schönen guten Tag. Willkommen auf meinem Koch-, Bastel- und Reparaturkanal. Das ist heute mein erstes Video. Ich bin auch da neu auf dem Gebiet, aber trotzdem freue ich mich, euch heute, ich habe da mal aus dem Aldi eine Kochbox besorgt, Curry Matras indischer Art. Das kochen wir jetzt zusammen. Ja, wir haben jetzt 12.34 Uhr und wir schauen einfach mal, wie lange das Ganze dauert. Für den ersten Schritt schon mal die Zutaten vorbereitet. In der Kochbox war viel schon drin. Drei Schalotten haben wir hier, Spitzpaprika. Wir haben hier eine Chilischote, Tomate, zwei Kartoffeln, eine Limette, Reis und so eine Curry-Matras-Paste. Und dazu noch 150 Gramm Hähnchenfilet, das muss man extra kaufen, zum Braten Olivenöl. Für den ersten Schritt werde ich jetzt mal die Schalotten schälen. Und auch die Paprika und die Chilischote und die Tomate würfeln und melde mich dann nochmal, wenn ich fertig bin. Das Fleisch habe ich erstmal weggelegt, aus Hygienegründen, damit es da nicht irgendwie zu einer Kontamination von dem Fleisch mit den Gemüsesachen kommt, bei eventuellen Krankheitserregern. Als erstes habe ich die Spitzpaprika halbiert. Ich habe vorher den Kopf abgeschnitten. Ich werde jetzt die Kerne noch raus. So, die Kerne aus der Spitzpaprika sind jetzt soweit raus. Dann schneide ich das hier nochmal ein bisschen in Streifen. Und wenn wir dann mit der Spitzpaprika durch sind, wird die Tomate ebenfalls noch in etwas gröbere Würfel geschnitten. Das ganze Gemüse mache ich mal hier in so eine separate Schüssel. So, Tomate erstmal halbieren. Und dann nochmal so. Und dann, vielleicht ein kleiner Tipp, immer so ein bisschen hier so anritzen, dann geht das besser durch. Wenn man zu sehr drückt, dann zerquetscht man das Ganze und hat nachher nur noch so einen Quetschtomatenmus irgendwo da. Das ist dann auch nicht wirklich lecker. So, als nächstes die Kartoffel schälen. So, die geschälte Kartoffel, die würfeln wir jetzt. Also ich mache die das jetzt erstmal so halb durch. Dann erst in Streifen das Ganze. Macht auch hier Sinn, das hier so ein bisschen schräg zu schneiden. Mal umdrehen. Zack, zack, zack. So. Hier erst die Streifen. Dann die Würfel. Dann, wenn wir mit dem Gemüse durch sind, werde ich die Limette noch halbieren und auspressen. Den Saft. Den halten wir uns dann separat. So, die Kartoffeln sind gewürfelt. Das tun wir dann hier mit zu. Jetzt nur noch die Limette kurz auspressen. Das mache ich jetzt mal einfach so hier. Wenn nachher wirklich noch Kerne drin sein sollten, ne? Dann kann man die rauswischen. Aber das klappt eigentlich so ganz gut. Ohne irgendwelche Zitruspressen. Was man nicht dreckig macht, muss man nachher auch nicht spülen. So, wir haben unseren Limettensaft, den stelle ich mal kurz beiseite. Dann haben wir hier für die Schärfe Chilischote. Kann man die Kerne rausnehmen, dann ist nicht mehr so scharf. Ich lasse aber mal drin. Ich will einfach mal wissen. Hier kann man die Kerne rauskratzen, die machen die Schärfe natürlich nachher. Die jetzt schön in feine Stücke schneiden. So sieht es dann aus, wenn es fertig ist. Das machen wir hier zum Gemüse dazu. Und jetzt können wir auch schon gleich loslegen, was wir jetzt nur noch machen müssen. Die Schalotten. Schöne kleine Teile zu schneiden. Dafür werde ich sie erstmal schälen, so weit schälen, dass also auch das Silberhäutchen weg ist. Ich fange da oben halt mit an, indem ich das erstmal abschneide, schneide dann nach unten am Wurzelstock ein bisschen mit ab und kann dann hier so die Schale Stück für Stück abziehen. Ich mache jetzt mal keine Pause im Video, weil es geht wirklich jetzt ziemlich flüssig. Ich zeige es aber jetzt mal nur bei einer. Halbieren wir das Ganze. So, und die sind ja jetzt nicht so furchtbar dick. Bei Zwiebeln würde ich jetzt auch noch mal längs schneiden.
brauchen wir hier nicht. Dann so ähnlich wie bei den Kartoffeln. Erstmal Scheiben. Und zwar wichtig jetzt hier, nicht durchschneiden bis unten hin, sondern wir lassen hier unten, wo die Wurzel ist, da hält das Ganze zusammen. Ich zeige euch gleich warum. Da lässt sich das Ganze nämlich viel einfacher schneiden. Ja, hier oben, da wo die Lilie eigentlich rauskommt, trenne ich das jetzt Stück für Stück ab. So. Und das Ganze dann noch mal wiederholen. Und dann das Ganze für die übrigen zwei Schaloppen auch durchführen. Und wenn das gemacht ist, melde ich mich nochmal. So, wenn wir dann mit den Schaloppen soweit durch, ich mache dann nochmal einmal so quer, damit das sich auch wirklich verteilt, alles ein bisschen schön. So, ich finde das eigentlich auch immer ganz gut, die Zutaten vorher schon mal zu waschen, zu schnibbeln, zu schälen und nicht so viel parallel zu arbeiten. Das habe ich früher immer eher falsch gemacht, weil da kommt man total in Stress, da macht Kochen auch nicht wirklich Spaß, meiner Meinung. So, das lege ich jetzt nochmal kurz beiseite. So, und nun Hähnchenfilet, das mache ich deswegen zum Schluss, weil wir hier ja im Prinzip mit dem, ich sage jetzt, unhygienischsten Teil arbeiten. Ja, das heißt, hier arbeiten wir mit Fleisch, da müssen wir nachher auch das Messer, die Hand, alles desinfizieren. So handhabe ich das zumindest. Auch das Brettchen wird nicht mit dem Gemüsebrettchen vermischt, um hier, falls da irgendwas ist, mit irgendwelchen Bakterien oder so, dass wir da schön noch die Arbeitsfläche anschließend sauber haben. So, jetzt habe ich das ja mit meinen Pfoten angefackt. Ich muss jetzt mal kurz rüber, so mache ich das dann. Wasche mir die Finger und dann sehen wir uns wieder, wenn es ums Kochen geht. So, jetzt kommt es an den spaßigen Teil. Ich mache jetzt mal den Herd an. Mal so mit 3/4 Leistung. Also jetzt die Stufe 7 oder 6 von 9. Nicht zu dolle, damit das Fett nicht oder das Olivenöl nicht ankokelt. Hab zwischenzeitlich auch ein bisschen die Zeit genutzt, mal was aufzuräumen hier, Schalen wegzubringen und bedecke den Boden des Topfes erstmal mit Fett. Nehmen wir zum Rühren einen großen Esslöffel dazu. Ja. Dann werde ich hier mal, das macht eigentlich das Paket so aus, diese Currypasten, die schon fertig sind. Ich persönlich finde jetzt den Preis okay, der ist angemessen. Ich glaube knapp 4 Euro für dieses ganze Set von Aldi. Aber wenn man jetzt die Zutaten einzeln kauft, ist man schon ein bisschen günstiger unterwegs. So, kann ich hier vielleicht noch rein. Muss noch ein bisschen Gas geben. Messer und Brettchen kommen in die Spüle. Werden gleich desinfiziert. So, und das ist mein erstes Video. Ich muss tatsächlich jetzt mal schauen. Sehen wir hier, was los ist im Topf. Weil das ist ja im Endeffekt wichtig. So. Können wir mal runtergehen. Runtergefahren auf die 5. Es geht hier jetzt tatsächlich mal nur darum, dass das Hähnchen vielleicht ein bisschen anbrät, sich auch so ein bisschen Röstaromen entwickeln können. So. Das heißt, es sollte jetzt nicht mehr so schweinchenrosa glasig sein, wenn wir hiermit fertig sind. So ein bisschen sehen, es fängt an goldbraun zu werden. Das ist unsere Zielgröße. Wenn wir jetzt so rund 1,5-2 Minuten dran sind. Stufe 6 von 9, das ist natürlich jetzt bei meinem Herd, ich weiß es nicht, wie es bei euch ist, auf die Skalierung, das heißt bei jedem Herd unterschiedlich. Jetzt die geschnibbelten Schaloppen dazugeben. Mit Braten.
so ein bisschen die Schärfe rausgeht von dem. Gib noch ein bisschen Gas. Acht. So. Das Ganze jetzt so für eine Minute zwei. Schön mit dem Rühren halten. Und dann gucken wir mal hier, wie lecker also Gemüse von eben zugeben. Das köcheln wir jetzt mal so rund 4 Minuten durch. So, 4 Minuten sind um. Jetzt kommt diese geheimnisvolle Paste, in der ich nicht so richtig weiß, wie sie sich zusammensetzt, aber ich werde bestimmt mal meiner Neugier irgendwann freien Lauf geben und noch versuchen, das Ganze nachzukochen. Ich habe das ein oder andere Menü von diesen Kochboxen auch schon mal so mit eigenen Gewürzen selbst gemacht und das ist auch ganz lecker und eben halt nicht ganz so teuer. Also wenn wir jetzt, klar, hier bezahlt man natürlich dann Aldi auch ein bisschen die Aufmachung. Das Bequemlichkeit mit dem QR-Code mit dem Video. Ja. Also hier ist leider noch kein Geruchs-YouTube möglich, aber ich finde es lecker. Habe jetzt auch noch mal ein bisschen Gas gegeben. Jetzt immer, wenn man so kalte Zutaten dazu macht. 100 ml Milch soll noch rein. Das mache ich jetzt einfach mal so nach Augenmaß. Ja, das hier würde ich jetzt mal sagen, passt. So ein bisschen auch von der Konsistenz abhängig. So. Habe übrigens die Zwischenzeit dann so ein bisschen genutzt, um aufzuräumen. Schon mal was wegzuspülen. So, hier ist noch eine Spitzpaprika, die sich nicht so richtig auseinandergehen will. Okay. Sieht aber schon ganz gut aus. Noch ein Schluck Milch. Ich habe so das Gefühl, so ein bisschen steif noch. So. Dann soll das Ganze ein bisschen köcheln. Ich stelle mal runter auf 4. So. So, den Löffel erstmal jetzt mal raus. Und dann geht's an den Reis. So. Hähnchen mit Gemüse auf Stufe 5,5. Bei dem Reis jetzt mal vor der Lotte. Ein Liter Wasser mit einem Teelöffel Salz aufkochen. So, das Salzwasser für den Reis kocht schon. Gemüsehähnchen ist auch schon am köcheln. Wunderbar. Zwischenzeit 13.06 Uhr, also rund 30 Minuten bin ich jetzt schon zu Gange. Ja, hier ist ein Siemens Kochfeld, das habe ich jetzt mal für Gemüse und Hähnchen auf 3 und auch für den Reis mal ein bisschen reduziert. Jetzt nur mal Kurzgas, wenn wir den Reis dazugeben. So, ich denke auch mal, dass ein einfaches Päckchen Uncle Ben's das auch getan hätte. Und dann 10 Minuten, jetzt mache ich das hier auch mal auf 3 runter, weil sonst ist es zu dolle. Na, so, Uhrzeit, ne, das nicht. Minuten mit Wecker. So. Das ist gut. Nein, so. Boah, wow, hier kommt es fast über, weil das hier viel zu hoch ist. Zack. So, wieder auf 3 runter. Tücken der Technik. 13.07 Uhr. In 10 Minuten sehen wir uns wieder. So, Zeit ist abgelaufen. Hier kann man es abstellen. Jetzt ein Sieb. Ja, dann war hier das Reiswasser abschütten. Eigentlich total schade, weil da sind sicher viele Inhaltsstoffe mit drin. Könnte man auch auffangen. Ja, genau das. Und dann haben wir natürlich hier noch unseren leckeren Limettensaft. Den darf man nicht vergessen. Machen wir mal hier mit rein. Gemüse-Hühnchen-Geschichte. Das Ganze auf dem Teller angerichtet. Fertig. Gucken wir mal.
Vorbereiten 15, Kochzeit 35, jetzt haben wir 12, 13 und 19, 12, 34 haben wir angefangen. Naja, gut, da waren wir jetzt schon eine Dreiviertelstunde dran. Also, naja, ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber genießen, wir werden das Ganze jetzt mal an. So, versuchen wir das Ganze, das sollen ja zwei Portionen sein, also ein bisschen halbe-halbe, aufzuteilen. Ich bin mal gespannt, ob das so lecker schmeckt, wie es riecht. So, so kleine Löffel, das ist ein bisschen Pullerei. Ja, und dann, es ist ja mein erstes Video heute, freut mich über Däumchen hoch, Anregungen, Kommentare, sehr gerne. Und natürlich wird nicht nur nach Kochbox gekocht in meinem Kanal, sondern auch, ja, frisch sowieso, sondern auch konventionell. Das war's dann von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuschauen, guten Appetit und Daumen hoch, bis bald.